Seid ihr soweit? Ja. Bereit. Bei der Map oder so, ne? Na dann. Was die Mission? Töten. Okay. Ach man. What the fuck? Du hast einen Gentleman gekriegt und stehst immer noch? Du hast auch drei bekommen. Ich verstehe Sinn nicht. Töten. Des Lebens? Den Sinn des Lebens verstehst du nicht? Nö. Naja, weiter geht's. Das war alles? Nee, ich würde schon sagen. Nein, das war zu wenig. Das war zu wenig. What the fuck? Alter, was? Ich hab nicht damit gerechnet, dass du schon so schnell da bist. Ich hab die Auszeichnung bekommen. Eine Mann-Armee. Du bist nur ein Typ Putsch, hast du die Chance gekriegt, was tot. Gerade ich hab auf Markus gezielt und Kevin getötet. Weil Markus ist so schnell vorbeigerannt, dass Kevin einfach den Kopf das gekriegt hat. Das war so geil los. Sven, das ist unser Spiel, auch wenn ich mache. Eigentlich machst du momentan alles alleine. Sven ist einfach nur dabei. Der ist nur dabei. Also so ähnlich wie wenn Sven ja mit Kev unterwegs ist. Das Blöde ist halt, man hat halt alle Waffen. Und da ich mit dem Karabiner so gut bin, dass ich... Die eigentlich ein schlimmer Scharfschützengewehr war, aber da wüsste ich nicht, ob das vielleicht zu langweilig wird, wenn man es dem Scharfschützengewehr gegenüberstellt. Ja, auf No-Scope-Basis? Uff. Schön, dass wir mal fliegen, Alter. Wo willst du hin? Oh, nein. Oh, Alter. Das ist nicht wahr, ne? Au! Der kriegt schon wieder die Chance, Kill! Alter! Das Panzerglas. Wie viel schöner die Scheiße? Nein! Ach man! Das ist Panzerglas, worauf du da schießt. Das geht nicht kaputt. Kann doch nicht sein, dass wir schon 3-0 führen. Ja, ich glaube, wir sollten mal anfangen zu spielen. Kevin! Finde den Fehler, Kevin verliert. Im Gegensatz zu dir habe ich aber einen Kill. Und ich glaube, ich habe sogar dich jetzt gekillt, Sven, ne? Kann das sein? Ja, natürlich, du hast ihn gerade mit hochgesprengt. Oh, ich habe einen Rico, mehr brauche ich nie. Ja. Das ist es halt. Bum 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 bum.
Eigentlich müssen wir nur den Rico ausschalten. Der Sven, das ist. Nebenbei. Da ist jemand zuversichtlich. Hey, was ist denn mit dieser Tür, Alter? Die Tür hat mich umgeschubst. Meins? Wow. Aua. Also greifen wir dann doch zu anderen Mitteln. Ernsthaft? Weißt du, guck mal, ich schieße Rakete um die Ecke. Ja, wenn ihr den Jungen umbringt? Ja, verdient hat das. Warum? Ja gut, stimmt. Er kann ja nichts dafür, dass er schlecht war. Weißt du? Ah, geil, schön den Headshot den Sven gedrückt, im Vorbeigehen. Da kam aus der Tür und top 2 weg. Sonst drückst du ihm ja was anderes rein. Normalerweise schon, ja. Ey Leute, ganz ehrlich. Ey, du bist immer noch vor mir, du Sack. Ich weiß nicht, warum ich den letzten und die letzte schlechteste Punktzahl hatte. Immer letzter Punkt. Ja, scheinbar. Kevin, du bist einfach nur schlecht. Warte ab, ich krieg dich noch. Der ist aber nur gerne hinter dir, das ist alles. Ja, normalerweise schon. So, naja. Let's go. Also ich weiß nicht warum, aber für YouTube sind die Videodateien unlesbar und deswegen kann ich nicht hochladen. Guck mal, ob du das irgendwie anders machen kannst. Wenn nicht, mach's bitte mal bei Mama. Was? Ach, mein Bruder. Marco schwimmt. Ja, auch. Wer wettet auf sich selbst? Hä? Er hat einen Tausender auf Kevin gewettet. Nee, eigentlich wollte ich auf Markus wetten und nicht auf mich. Das war nur, keine Ahnung. Ich habe auf Markus gewettet. Ich auch, weil ja, ich weiß, dass ich schon Dinger gewinne. Sechs Runden? Das ist wahrscheinlich nur das Oval hier. Hä? Eklig. Wer hat diese Straße gebaut? Ja, genau. Nicht hüpfen. Bitte. Danke. Oi. Sorry. Ah, sorry, ich bleib stehen. Okay, gut, hat sich gefangen. So. Alter!
falsche Strecke. Hä? Was ist denn hier? Warum läuft denn? Ach, jetzt wird alles leise, okay. Nett. Und da bist du auch mal ins Rutschen gekommen gerade, ne? In der Ecke. Also das ist mir jetzt auch schon zweimal passiert. Genau wie hier jetzt gerade, mit ein bisschen. Sven, alles okay? Lol. Das ist am Steuer eingeschlafen. Sven? Sven, ja. Du kommst aber immer wieder ins Rutschen, wenn du da außen rangehst. Oh. Oh. Hä? Okay. Oh oh. Seltsam. Ich hab da keinen Bock mehr. Ich glaube, da hat jemand. Dann können. Hä? Können wir dann jetzt so aufhören, dann gleich. Machen wir ja, einfach Feuerwerk und so. Macht ja keinen Sinn, dann noch ja. So dritt weitermachen ist echt ein bisschen blöd. Nehme ich euch immer weiter ab, ihr hängt mich immer weiter ab, ey. Nein, ich bettel wir gerade so ein bisschen um uns hier vorne um den ersten Platz. Ich merke das schon. Ich bin mehr oder weniger nur nebeneinander. Ich hab einfach eine scheiß Karre erwischt. Nee, ich hab einfach die Einstellung angelassen, die wir auch beim NASCAR-Rennen hatten letztens. Ja, meine Karre ist trotzdem schlecht. Mit dem Einholen da, mit dem Aufholen. Ich hab ja keinen vor mir, den ich einholen kann. Also keinen Windschatten und so, das hab ich ja nicht. Ja, Hauptsache, du kommst wieder angeflogen, weißt du, du warst eigentlich schon weg vom Fenster. Hopp jetzt hier. Schön, das aus zwei Perspektiven hier zu sehen. Ja, genau. Du fährst doch nicht rein. Nee. Aber nee, gut. Du fährst nach links, du fährst doch nicht rein, Kev. Ja, das war's. Komm. Warum siehst du auch nach links? Ich bin, fahr schon so weit um dich rum und du ich fährst nach dass links. Du wärst, ich wollte, dass du zum Windschatten rausgehst. Ja, das ist... Naja, egal, alles gut. Ach, der ist rausgeflogen, das war kein freiwilliges...
Dann wollen wir ihn da wieder einladen, ja, oder? Ja, das machen wir auch, ja, dann, ja klar. Okay, ich dachte, er wäre jetzt irgendwie angepisst und rausgegangen. So, dann müssen wir nochmal irgendwie jetzt, genau, den nochmal einladen jetzt. Na, Party müsste auch wieder reinkommen erstmal. Weiß ich nicht. Ja, kommt gerade nicht an. Ja, dann gehen wir raus. Schade. Ja gut, dann ist das halt so. Dann macht es halt keinen Sinn. Ja, das ist halt dann ein abruptes Ende. Schade. Ein abrupteres Ende als geplant. Schade, schade, Schokolade. Mhm. So. Dann müsste man jetzt mal hier irgendwie noch einen Treffpunkt ausmachen. Ja, wird das, okay, ja, gut. Ich meine, ich habe für mich das ja gemacht schon. Ich muss die Folgen jetzt einfach nur mit dem kopieren und alles. Ich habe ja von meinem Werk vorhin ja schon gemacht, wo wir da standen. Hä, hey, ich dachte, wir stellen uns alle zusammen und wünschen noch ein schönes Dings und mal ein Feuerwerk. So, das, ja, das war doch das Problem. Deswegen hätte ich das gerne lieber am Anfang gemacht, weil dann hätte ich die Folge an Silvester bringen. Jetzt muss ich die letzte Folge als Silvester-Folge bringen. Dann machst du die halt als Sonderdings. Hä, der ist aber komplett off, oder? Ja, ja, der ist komplett. Ich scheint wohl das Internet komplett weg zu sein bei ihm. Okay. Was machen wir das jetzt zu tot? Gut. Ja, dann machen wir es wieder im Stream und wird es dann. Das schon. Ja, du hättest vorhin gleich was gesagt. Immer, du musst mal auch mal mit uns reden und nicht immer einfach nur denken und vorstellen. Ja, ja, alles gut. Alles, ja. Passt. Nein, wenn ich jetzt. Die Folge kriege ich ja so. Ich kann ja so im Voraus nicht hochladen. Da müsste ich ja, wie gesagt, die letzte Folge jetzt hochladen als Silvesterfolge. Das passt ja nicht. Das ist schon der 30. Wieso? Lädst ja, du kannst das doch einfach einzeln. Ja. Wir machen als jetzt einen einzelnen Shot, keinen langen. Wir sagen jetzt einfach nur, wünschen euch einen guten Rutsch. Euren ja, genau. Rum und fertig. So war das genau. Geplant. Treffen uns, nicht, machst einfach wie mit deinem gewonnenen Auto im Dings, machst einfach einen kurzen Dings und lädst das hoch. Ich weiß nicht, was da jetzt das Problem ist. Also dann. Machen wir das nochmal. Warte mal, Pentos. Verlassen. Dann mache ich jetzt den kleinen Cut für die normale Folge. Und das, was jetzt danach kommt, aber dann als kleine Silvester-Special. Ich würde den Würfelpaar uns treffen. Okay. Sehr.